Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Adventure Map. Die Map ist von einem meiner Abonnenten. Die Map heißt Kingdom Jumps. Der Map Download ist natürlich in der Beschreibung. Und der Kanal des Users natürlich auch. Der User heißt Lumada HD. Danke an dir, dass du die Map so schnell fertig gemacht hast. Ich denke mal, ich habe ihn noch ein bisschen gepusht. Ich habe ihm gesagt, ja, wenn du willst, dass ich deine Map spiele, bevor eine ziemlich große kommt, dann wäre es toll, wenn du mir den Download-Link bis dann und dann schicken kannst. Und ja, da hat er ihn geschickt und jetzt habe ich die Map und jetzt spielen wir sie mal durch. So, wir sind in einem Haus gespawnt. Und hier eine goldene Axt. Kingdom Jump, ein Buch. Okay, dann lesen wir das doch gleich mal. Moment, so. Ah, nicht die Truhe. So, Regeln, keine Blöcke setzen, keine Blöcke abbauen, schreibt man mit 2B. Nicht cheaten, diese Map ist bis zu ein Spieler spielbar, spiele auf Peaceful. Peaceful, so. Weiter geht's. Story, letzte Nacht wurde diese Burg angegriffen. Ritterstaben, Wächterstaben, Clownsstaben. Aber bevor der König starb, sagte er zu dir, dass du 5 Steine sammeln musst. Dies war sein letzter Wunsch. Und du, als überlebender Holzfäller, wolltest ihn diesen Wunsch erfüllen und machtest dich auf den Weg zu springen. Die Mission, finde 5 Blöcke und steck sie alle in die Kiste im Keller. Es sind folgende Blöcke. Ein Eisenblock, Goldblock, schwarze Wolle, rote Wolle, gelbe Wolle. PS, in 4 kaputten Türmen sind die Blöcke versteckt, aber der 5. Denkweise und Guckweise. Nach oben. Alles klar, nach oben. Ist nix. Und das ist der Keller. What is this? Jawohl, ja. Geile Sache. Ja gut, da haben wir den Eisenblock gefunden. So sieht's aus, Junge. So sieht's aus. Wolle. Wolle, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Kann man da aus der Welt fallen? Ich gehe da lieber nicht rein. So. Wir machen uns mal auf den Weg. Halle der Credits, Turm der deutschen Krieger. Gehen wir zuerst mal zu Halle der Credits. Huhn! So, Halle der Credits. Credits, YouTube-Kanal Lumada HD, Map-Version 0.1. Was haben wir hier? Nix! Jawohl, hat sich gelohnt, hier hinzukommen. So, dann gehen wir mal zum Turm der Deutschen. Deutschland! Hier ist auch nichts. Alles klar. Dann gehen wir mal rein. Es ist eine Jump and Run Map. Okay. Ah, jetzt haben wir's. Oh, no, no! Verdammt! Meine goldene Axt ist weg. Meine goldene Axt ist weg. No. Ich cheat mir eine hin. Sorry, man darf nicht cheaten, aber das ist mir jetzt egal. Ach du meine Güte. So, goldene Axt. Das Buch brauchen wir nicht. Den Eisenblock, den können wir uns am Schluss holen. So, ich glaube, ich mache den Game Mode lieber an, weil ich hasse Lava. Und ich falle sehr gerne in Lava rein. So. Jawohl. Wo? Was? Der Game Mode war nicht an? Alter. You are kidding me. You are kidding me. Okay. Okay, Leute. So, jetzt Konzentration. Heiliger Scheiß. Ich bin gerade ziemlich verwirrt, weil ich jetzt das nicht geschafft habe. Geht der Sprung überhaupt? Geht der überhaupt? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, die man eigentlich springen muss. Jawohl, ne, ich drücke halt die Leertaste wieder mal umsonst. So. Gut. Jawohl.
Jawohl. Und hoch da. Hoch die Tassen. Oh no. Ah. Ah. You're kidding me. Okay, und nochmal. Ah! Arschloch. Die Map gefällt mir schon jetzt nicht. Aber sie hat ein cooles Prinzip da mit den Türmen, dem Krieg und so. Aber ich habe so das Gefühl, die ist gar nicht mal so groß. Oh! Komm schon, KST Beats. Erfülle mich mit deiner Macht. Mit deiner geilen Musik, muntere mich auf. Jawohl. No! No! You're kidding me. You're kidding me, right? Oh my fucking god. Ah. You are kidding me. Oh yeah, dude, you are kidding me. You are kidding me. You are kidding me. Na, komm, ich geh jetzt da rauf. Kackt mich an. Die Map kackt mich an. Das ist ein Schäßsprung. Ich hasse solche Sprünge. Kannst du nicht machen mit mir, ey. So, jetzt. La! Alter, was hast du nicht verstanden am Prinzip der Leertaste, du dummes Spiel? Ja, wenn man die Leertaste drückt, solltest du springen. Ja, richtig erkannt. So, nochmal. Deutschland. Schwarze Wolle. Gut. Dann können wir jetzt runtergehen. So. Und jetzt gehen wir wieder zur Halle der Credits. Diesen Weg. Gut, dann gehen wir mal den Weg nach. Leck! Wenigstens habe ich 50 FPS, obwohl ich noch im Borderlands 2 Part am Hochladen bin. So. Turm der Österreicher Wächter. Heißt es nicht der österreichischen Wächter? Oh, hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Dann kann ich ja den Game Mode ausmachen, jawohl. Na gut, ich lasse ihn lieber mal an. Weil kackt mich an, immer durchs Wasser zu hüpfen. Jawohl. StarCraft 2 Zerg Sound. Ich hasse diese Zergs in StarCraft. Das sind so behinderte Rusher. Oh my god. Für die, die StarCraft 2 zocken, die kennen das. Ah! Rote Wolle. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich für Wolle brauche. Weil ich hab da Buch ja nicht mehr. Ich hab da Buch nicht mehr. Jawollo. Ich geh jetzt einfach mal hoch. Österreich! 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 Und runter. So. Dann gehen wir weiter hier durch. Was haben wir hier? Zwei Dorfbewohner. Epic Talk. Okay. Hey, du hast eine Schere. Für 3 Smaragd bekomme ich eine Schere. Und du? Erfahrungsfläschchen für 1 Smaragd. Na, vergiss es. So, Text A, Dorfbewohner. Hallo? Holzfäller. Ja? Dorfbewohner 2? Ich bin beim Eikrachen des Hauses sehr verletzt worden. Hilf mir bitte. Holzfäller. Ne. Dorfbewohner 1? Wieso? Holzfäller. Ich muss springen. Ich check's nicht. Ich check's nicht, aber das ist ein unnötiger Talk. Das ist ein unnötiger Talk. Das war jetzt reine Zeitverschwendung. Ehrlich. Keine Ahnung. Aber das hat's nicht gebracht. Turm der französischen Clowns und Turm der niederländischen Könige. Okay. Lapis ist hier unten. Französische Clowns. Ja, die Franzosen, das sind schon Clowns. Da muss ich dir recht geben, lieber Lumada, das sind große Clowns. Das war Fail.
Okay. Oh. Wieso solche behinderten Sprünge? Ah, Moment einmal. Habe ich hier zufällige Wiedergabeliste? Ja. Okay. Ja, ihr müsst mich kurz entschuldigen. Na gut. Das ist der Soundtrack von KST Beats für Evermore Pictures. Alter, geht da? Wie viel? 1, 2, 3, wieder 5. Du, liebes Minecraft, was hast du nicht verstanden am Prinzip der Leertaste? Ja, geht doch. Ja, und natürlich kommt jetzt gleich noch ein Lag dazu. Jawohl, und wieder will er nicht springen. Alter. Gelbe Wolle. Aber was hat Gelb mit Frankreich zu tun? Was hat Gelb mit Frankreich zu tun? So, wir springen ein bisschen auf den Bäumen herum und gehen zu den niederländischen Königen. Dieser Lumada ist sicher ein also kommt sicher aus Holland. Darum da der niederländische König. Ja, du hast die Schweiz vergessen, mein Lieber. Du hast die Schweiz vergessen. Das ist eh das beste Land. Also bitte. So. Ich werde natürlich am Ende der Map wieder eine Bewertung machen. So. Goldblock. New. Können wir jetzt zurück zum Haus? Das ist unser Haus, ne? Ja. Das ist unser Haus. So. Wir gehen in den Keller und holen uns noch den Eisenblock. So. Alles klar. Wolle, Wolle. So, Eisenblock, Goldblock, gelbe Wolle, rote Wolle, schwarze Wolle. Und jetzt. Ist die Map fertig? Oh mein Gott. Jawohl. So. Ich gebe der Map eine Bewertung. Ich werde das wieder mit TNT machen und dann alles in die Luft sprengen. Was machen wir hier oben? So. TNT und ein Knopf. So, die Maximalpunktzahl ist 10. Ich gebe der Map. Wie viele Punkte gebe ich denn der Map? Ich weiß gerade nicht, wie man diese Zahl zeichnet. Lol. Ja, ich war ja Zeichen vom Bauen. Ich war nie gut in Zahlen bauen in Minecraft. So, ein bisschen nach oben. Ich finde das Prinzip gut mit dem Krieg und so. Aber ich check nicht, ja, wieso ein Holzfäller? Wieso ein Holzfäller? So. Erkennt man das? Nein, das erkennt man nicht. Das passt eigentlich so. So. Das ist eine römische Zahl, und zwar eine 1. Ich gebe der Map eine von 10 Punkten. So. Für Mapbauer, die das sehen, schickt mir doch eure selbstgebaute Map, damit ich die zocken kann. Es würde mich echt freuen, wenn ich das kann. Ich werde nochmal ein Infovideo dann darüber machen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.